So, okay. Stefanie, erster Begriff, Rettungsanker. Familie. Ja. Selbstbewusstsein. Offensive, in die Offensive gehen. Nur dadurch habe ich es gelernt. Mhm. Liebeskummer. Ach Gott. Oft viele Tränen sind geflossen und werden wahrscheinlich auch immer wieder fließen. Da bin ich hochemotional, zu emotional. Aber jedes Mal nehme ich mir vor, nein, das nächste Mal, das ist doch alles gar nicht wert. Und der Typ ist es erst recht nicht wert. Es wird nicht mehr geweint. Und trotzdem fällt man immer wieder in das gleiche Muster. Und man lernt nicht draus. Ich habe das Gefühl, das Liebeskummer, man lernt nicht draus. Das ist wie weggeblasen. Puh. Nach einer Geburt hat die Frau ja auch sofort das Bedürfnis, könnte gleich wieder ein Kind gebären, weil sie die Schmerzen vergisst. So ähnlich ist das vielleicht mit dem Liebeskummer. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mittel dagegen gibt. Hast du oft Liebeskummer gehabt? Ja. Ja? Ich habe nie mit einer Frau Schluss gemacht. Immer waren es die. Und ich war traurig. Warum hast du denn nicht Schluss gemacht? Du hattest bestimmt auch schon den Gedanken, Schluss zu machen, warst aber nur zu feige, oder? Nee, ich bin ja so ein hoffnungsloser Romantiker. Ich wollte immer alle Frauen, mit denen ich zusammen war, heiraten. Oh nein. Blöd, ne? Nein, aber weißt du was? So muss es doch sein, oder nicht? Ja, klar. Wenn man nicht unter den Gesichtspunkten eine Beziehung führt, ist sie eigentlich ein Arschloch. Ja, ist sinnlos. Ja, absolut. Das ist doch schön. Ja. Genau, und das habe ich jetzt einfach so lange gemacht, bis endlich mal sich eine erbarmt hat. Sie mich tatsächlich geheiratet hat. Nicht Schluss gemacht, geheiratet. Jetzt gut. Neu. Gut. Das ist eine komplizierte Sache mit der Liebe. Es ist wirklich kompliziert. Da kann man noch so viele Bücher lesen. Und ich habe viele Bücher drüber gelesen. Aber man lernt nichts. Es ist wirklich... Lebensratgeber, Liebe. Ja, Beziehungsratgeber, alles gelesen. Nee, die sind sinnlos. Natürlich für den Arsch. Einfach alles ist sinnlos. Ab dafür, Augen zu und durch. Ist alles okay am Ende. Ja. Man muss halt so ein bisschen schicksalsergeben dann sein, ne? Das liegt mir gar nicht. Kontrollfreak. Kontrollfreak. Haben wir es wieder. Mhm. So, wo sind wir hier? Letzter Begriff. Authentizität. Ich weiß nicht, ob das immer einfach ist, wirklich authentisch zu sein. Es ist schwer. Gerade wenn man unsicher ist, ist man überhaupt nicht authentisch. Wenn man dann irgendwas versucht darzustellen, was man nicht ist. Oder sich zurückzieht und plötzlich schweigsam ist, was man vielleicht sonst auch nicht ist. Es ist schwer. Es ist nicht einfach, authentisch zu sein. Und immer in der Mitte und so bei sich. Weil da die Selbstzweifel kommen und hier. Oder die Erwartungshaltung auch wieder, wie man zu sein hat. Und die man dann erfüllen möchte, weil man ja immer geliebt werden möchte. Gerade in diesem kranken Beruf des Schauspielers und vielleicht auch des Moderators, weiß ich gar nicht. Bei euch ist das nicht so schlimm, ne? Wie bei uns? Doch. Ja? Ja. Doch, muss ich ganz ehrlich sagen, also man hält da sein Gesicht nicht in die Kamera, um Ablehnung zu provozieren. Es ist schon so, man will möglichst von allen, die das gerade gucken, gemocht werden. Möchtest du auch von dem, der dir gegenüber sitzt und deine Fragen beantwortet, gemocht werden? Oder ist dir das wiederum egal? Du hast ja bestimmt schon Leute interviewt, die dir nicht sympathisch waren. Also egal wäre jetzt übertrieben, aber so ein Interview habe ich immer nicht als Frage-Antwort-Ding betrachtet, sondern als Gespräch zwischen zwei Menschen. Ganz normales Gespräch. Ich habe immer versucht, dass nicht nur ich, sondern auch mein Gesprächspartner die Kamera ausblendet, überhaupt den Umstand, dass hier gerade Leute drumherum sitzen. Man unterhält sich halt einfach. Und wenn man sich ganz normal von Mensch zu Mensch unterhält, dann kann man sich auch Dinge sagen und Dinge fragen, die vielleicht ein bisschen außerhalb der Etikette sind. Mhm. Was würdest du dir denn nicht getrauen zu fragen? Mich zum Beispiel oder so? Oder hast du überlegt, frage ich nicht, gibt es sowas? Das entscheidet sich immer aus dem Gespräch heraus. Also ich bin halt per se ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich weiß, dass ich so neugierig bin, dass ich da manchmal den Impuls habe, übers Ziel hinauszuschießen und dann Dinge zu fragen, bei denen der Gegenüber dann mit Fug und Recht auch sagen könnte, das ist mir zu privat, darüber möchte ich nicht drüber reden. Aber da beginnt es doch spannend zu werden, oder? Ja, man muss sich da halt so langsam vorarbeiten. Und ich vergleiche so eine gute Interviewsituation immer
mit einem Gespräch, das man bei einer guten Privatparty um 6 Uhr morgens in der Küche bei den Resten des Nudelsalats hat. Ja. Leicht angeschickert und dann unterhält man sich. Und da kommen eigentlich die besten Sachen raus. Ja, das stimmt. Ja, und wenn man da irgendwie hinkommt in einem Interview, das setzt natürlich auch so eine gewisse Bereitschaft des Gesprächspartners voraus, dann ist das so der Idealzustand. Aber wichtig ist halt so, wie auch in allen Lebenslagen, dass man Respekt hat vor seinem Gegenüber. Ne? Welche Frage würdest du nicht beantworten wollen? Die man mir stellt? Hm? Ach, es gibt so ein paar privat familiäre Dinge, auch Dinge, die so meine Gesundheit, die Gesundheit meiner Eltern betreffen. Da, mhm. Das sind Sachen, über die würde ich zum Beispiel nicht reden. Ja, geht mir ähnlich. Ne? Gerade, ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und dass ich da so ein gewisses, so eine Bringschuld auch habe, abzuliefern und dass es Interesse von Menschen gibt, auch an privaten Dingen von mir. Aber ich habe immer versucht, zum Beispiel meine Eltern und meinen Bruder da rauszuhalten. Auch meine Beziehungen. Mhm. Bei dir ist es ein bisschen anders, weil dein Vater ja selbst in der Öffentlichkeit steht, aber na, du würdest jetzt zum Beispiel nie so interner aus eurem Familienleben, so was dein Bruder oder deine Mutter betrifft. Nee, weil ich auch glaube, es interessiert auch keine Sau. Ich bin sowieso erstaunt, was die Leute so interessiert, wo ich so denke, so, oh Gottes Willen. Ist einiger freaky Scheiß dabei, wo man sich auch denkt, so, what the fuck? Wieso interessiert dich das? Ja. Wenn man. Hast du mal geguckt, so was man für Vorschläge bekommt, wenn man dich googelt, was ja, da als schwanger. Erstes kommt? Schwanger, Füße gab es auch, glaube ich. Füße? Und Freund kam noch. Was kam noch? Weiß ich gar nicht. Was bei kommt bei mir dir? Frau, ja. Schwul. Aber schwul kommt bei jedem Mann. Wirklich. Da kannst du jeden Namen eingeben. Empfinde ich als totales Kompliment. Frau, schwul und Größe kommt immer. Die Leute spekulieren, wie groß du bist. Ja, antworte ich dann immer im Forum, schreib hin 1,86. Ja, was ist so beschäftigt? Siehst du, und das sind alles Dinge, wo man sich denkt, so, wieso interessiert die das? Aber ist so. Wollen es wissen, wie deine Füße aussehen. Um Gottes Willen. Das ist echt... Weirdo. Yes. Ja, gut.